Ja, Leute, und willkommen zurück zu Watch Dogs Legion. Ja, Freunde, es geht weiter. Wir müssen jetzt am St. James Square nach Skies Haus suchen. Ja. Auf geht's. Let's go. Weiter geht's in London. Ach ja, London. Sehr schöne Stadt, muss ich sagen. Wie gern würde ich jetzt wieder nach London fahren. Keines dieser Gebäude gehört Skies. Wie gern würde ich jetzt wieder dahin. Sind die Immobilienakten und der Abgleich von Namen wirklich stinklangweilig. Und ich brauche nur 3 Sekunden. Aber dafür. Momentan geht's ja nicht. Ich habe mir die Immobilienakten für die Häuser in der Umgebung angesehen und habe keine Verbindung zu Sky Larsen gefunden. Ihr Haus ist nicht hier. Sky Larsens Anwesen ist in der Nähe. Ich schau mal, was sich da finden lässt. Okay. Was haben wir denn da? Mitnehmen. Gedichte von Shipley. Es war einmal eine schöne alte Frau, die machte viel Kohle, denn sie war schlau, verkaufte Opium bei Nacht. Doch dann hat es gekracht, weg das Geld und das Leben wieder grau. Es war einmal ein Mann, er rauchte Opium, er zog ihn in seinem Bann. Ständig war er high und wie ein Vögelein so frei. Verdammt, was Opium alles kann. Wo bist du, mein Schatz? Diese Zelle nicht mit Platz reimen. Furchen durchzogen dein Gesicht. Hier muss ich über Opium sprechen. Du nennst dich einen Dichter. Ich vermisse diese alte Oma sehr. So. Das Nichtbefolgen von Irgendbefehlen ist eine Straftat. Das Haus gleich neben dir, das gehört einem Dart-Champion. Das ist die interessanteste Information über diese Häuser. Okay. Gibt's auf der Karte irgendwie einen Such? Hier in diesem Gebiet irgendwo. Soll ich dir deine verdammten Beine brechen? Hey, sofort hierher. Sie doch hier? Dieses Haus gehört nicht Sky Larsen. Aber warum lassen Sie wohl das Tor offen stehen? Hm. Die öffentliche Sicherheit ist Albion zu. Es sind Sie für aktuelle Stadtteile. Müsste dann ihr Haus sein oder nicht? Oder? Hey, ich habe Skies. Nein, halt. Das Haus hier gehört jemandem namens Sky LaFantano. Oh
ohne E. Was für ein Zufall. Nein. Es gehörte. Das ist ihr Haus. Tja, dieses Gebäude ist ja mal gar nicht verdächtig. Das Anwesen gehört Carcani Medical. Aber es gibt Unterlagen, dass das Ausheben des Kellers von BrokerTech bezahlt wurde. Ich glaube, du hast Sky Larsons Haus in London gefunden. Das bekanntermaßen seit 2 Jahren leer steht, nachdem Larsen öffentlich nicht mehr aufgetreten ist. So sollte man als guter Nachbar schon mal nachsehen, ob alles okay ist, oder? Dann ist es doch ihr Haus. Ah ja. Geht doch. Zentrale, leiten Sie eine Fahndung nach der Zielperson ein. Okay, wie komme ich jetzt hier rein? Ist das ein Meme? Sollte es besser nicht sein. Das ist scheiß Meme. Mal da in die Kamera hacken. Deaktivieren. Moment, was ist hier passiert? Stören. Gut, schwärmt aus und findet das Ziel. Bitte helfen Sie Erwin dabei, ihn zu helfen. Beantworten Sie Fragen von Erwin Personal. Was hat den Alarm ausgelöst? Sehen wir mal nach. Drohne, Suche beginnt. So. Geht doch. Auch eine Drohne. Jetzt fühle ich mich wie Netzek. Ach du Scheiße. Okay. Nichts gefunden. Streife wird fortgesetzt. So. Oh mein Gott, das ist auf Zeit. Hab ich? Ich hab's. Perfekt. Ich stern. So. Willkommen zu Hause, Skylar. Ich freue mich, dass Sie nach Ihrer längeren Abwesenheit wieder hier sind. Aha. Besser als wenn der Alarm angeht. Spiel einfach. Wie wäre es mit etwas Musik, während Sie es sich bequem machen? Was würden Sie gern hören? Ah, was zum Tanzen. Entschuldigen Sie, Sky.
Ich fürchte, ich musste die verderblichen Lebensmittel entsorgen. Soll ich für Sie Essen bestellen? Nein, danke. Sky, Sie haben einige Zeit nicht mehr in Ihrem Labor gearbeitet. Ich möchte Sie bei Ihren wichtigsten Projekten auf den neuesten Stand bringen. Bitte kommen Sie nach unten, wenn Sie bereit sind. Du wirst Larsens Labor sehen? Mann, das ist ja wie auf dem Mond zu laufen. Genieße es. Aufzug gesperrt. Die sollte mich ja hier mal streichen. Ganz schön weiß das so aus. Naja, grau, ja, oder? Ganz schön kahl das aus. Falls Sie mit dem Betrieb des Hauses unzufrieden sind, kann ich das Service Center von BrokerTech kontaktieren. Schlüssel aktiviert, Aufzug entsperrt, Zugang zu Kellerlabor frei. Nice. Aufzug benutzen. Was geht denn jetzt ab? Willkommen in Ihrem Labor. Shit, siehst du das auch? Hallo? Du bist zu weit unter der Erde für ein Signal. Es liegt wohl an dir, alle Informationen zu sammeln. Das Haus ist wie eine Matroschka-Puppe. Ich habe einige Ihrer alten Experimente rekonstruiert, die Sie sich vielleicht wieder ansehen möchten. Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Vor der Tür gesperrt. Schlüsselaktivierung erforderlich. Shit. Vielleicht würde Ihnen ein Spaziergang im Garten gefallen, Ada. Sky. Tja, hat ja nicht lange gedauert, bis wir eine Leiche gefunden haben. Lustig. Für mich ist sie eher der Katzentyp. Ein Armband, das im Krankenhaus zur Identifizierung dient, gehört Sinnet Larsen. CTOS AR, Data Reconstruction in Progress. Bring mich hinein. Ich bin müde. Bleiben wir noch einen Moment hier. Ist das nicht schön, wieder zu Hause zu sein? Das hier ist nicht mein Zuhause. Es ist ein Albtraum. Schade, dass es dir nicht gefällt, Mutter. Es war viel Arbeit. Eine reine Geldverschwendung. Warum hast du das alles für dieses dumme Unternehmen getan? Hör mal, ich weiß, du hast Angst. Das hätte ich auch. Aber ich werde hier sein, bis es dir besser geht. Besser? Weißt du jetzt etwa mehr als die Ärzte? Es wird nicht mehr besser. Verdammtes Armband. Hier. Was machst du denn? Du bist nicht mehr im Krankenhaus. Hier sind keine Ärzte. Ich kümmere mich jetzt um dich. Da steht ein Code auf dem Armband. Vielleicht kann man mit diesem Code die Vordertür öffnen. CTOS AR, Data Reconstruction in Progress. Die neurale Kartierung ist vollkommen sicher. Was stimmt mit dir nicht? Ich habe Nein gesagt und dabei bleibt's.
Ich war in der Garage und habe gesehen, was du Ada angetan hast. Ada. Ada ist wohlauf und lebt. Das kannst du leben. Sky, wie kommst du nur auf diese grotesken Ideen? Das ist Ada ausgesprochen und statt Ada. Ich werde nicht auch eine deiner kranken Schöpfungen werden. Zerbrochene Trophäe. Eine zerbrochene Trophäe, die schlecht wieder zusammengeklebt wurde. Die Inschrift lautet: Gewinnerin der Wissenschaftsmesse 10. Klasse Sky Larsen. Ich soll krank sein. Was glaubst du, wie ich so geworden bin, Mutter? Sky, hör mir zu. Das ist nicht deine Entscheidung. Ich verbiete es. Ich bin immer noch deine Mutter. Entschuldigen Sie, Sky. Ich fürchte, ich musste die verderblichen Lebensmittel entsorgen. Soll ich... Was hast du gesagt? Kinderbild. Ein Kinderbild mit dem Titel Meine Familie, Künstler unbekannt. Entschuldigen Sie, Sky. Ja, hier geht's auch noch rein. Name des Exemplars? Ada. Rasse? Border Collie. Neuraler Upload-Status? Lebendig und gesund. Shit, das ist nicht richtig. Sie sollte ein lebendiges Wesen nicht so behandeln. Hundehalsband. Hundehalsband beschriftet mit dem Wort Ada. Für mich heißt sie Ada. Oh, der kleine Spider-Bot. Hier steht in der Interagieren. Es ging noch nach oben. Moment mal. Möchten Sie vielleicht nach oben gehen? Viele Erinnerungen. Oben. Was haben wir denn hier oben? Möchten Sie ein Nickerchen machen? Ich könnte das Licht entsprechen. Foto von Sky und Zinnet. Ein Foto von Sky und ihrer Mutter. Aufgenommen vor dem Haus, in dem Sky aufgewachsen ist. Anpassen. Ihr Schlafzimmer. Ist es ganz normal? Handgeschriebene Notiz. Auf dem Zettel steht: Sky, tut mir leid, dass ich deine Trophäe kaputt gemacht habe. Es war irgendwie ein Unfall. Für diese Tür. Da geht's nicht rein. Ich brauche erstmal einen Code. CTOS AR. Data Reconstruction in Progress. Kästchen mit Betäubungsmitteln. Sehr wirksames Betäubungsmittel. Arzneien dieser Art waren im späten 19. Jahrhundert sehr verbreitet und wurden als Allheilmittel verabreicht. Wie kannst du nur? So, war doch gar nicht schlimm, oder? Wie kannst du nur? Es ist alles gut. Möchten Sie vielleicht nach unten gehen? Zu den anderen? Vielleicht möchten Sie sich den anderen anschließen? Hier gibt's noch rein. Sie betreten jetzt eine deiner kranken Schöpfungen. Okay, da geht's nach unten. Warte mal.
Dann interagiere ich mal hier. Du bist ein braves Mädchen. No. Schade. Traurig. Da steht A da drauf. Okay. Jetzt habe ich Ada getötet oder was? Ups. Bagley, was ist das hier? Genesungskarte. Der Text lautet: Hey Kumpel, viel Glück für die Operation. Wir lieben dich, du Arschloch. A plus N. CTOS AR. Data Reconstruction in Progress. Hacken. Neurale Kartierung wurde um 13:27 Uhr beendet. Hacken. Und hacken. Das ist eine Zeitspanne von 2 Minuten. Nach dem Scan. Eine erhebliche Verbesserung. Textdateien. Ups. So. Ah, hier. Morgen Bookerman, Taxifahrer. Du kannst dich What the fuck, was geht hier ab, ey? Ein Tablet. Dieser Tablet-Computer ist zu beschädigt, als dass Bagley noch Daten davon wiederherstellen könnte. Aber jemand beobachtet dich und weiß, dass du ihn aufgehoben hast. Bereit für neurale Löschung. Sky Larson. Sie betreten jetzt mein Zimmer. What the fuck, man? Das ist Tag 1 der neuralen Löschung. Die Testperson ist Jeanette Larson, ich starte den Prozess. Sky, wo bin ich? Ich sehe nichts. Klarheit der Testperson bestätigt, was ich in Code sehe. Die neurale Karte ist intakt und funktioniert. Testperson? Wir beginnen mit der Löschung von Codezeilen. Was? Wie? Oh mein Gott, du hast mich gehorcht. Das reicht, Mutter. Liebes, bitte, tu das deiner Mutter nicht an. Lass mich in Frieden sterben. Du hast nie an mich geglaubt. Das wird sich ändern. Tag 2. Die Motorik ist komplett unnötig. Steuerung A löschen. Mir ist schlecht. Tag 12. Wir behalten den limbischen Code noch. Die emotionalen Reaktionen sind faszinierend. Bitte! Tag 20. Wir kommen zu den Stirnlappen. Mein neues Sicherheitssystem muss nicht selbstständig denken können. Sky, bitte, wenn du die Schmerzen kennen würdest. Temporaler Code. Verminderte Sprachfunktion. Tag 29. Schließlich löschen wir den limbischen Code doch. Wie kann ich zu Diensten sein, Sky? Schalte das Licht ein und aus. Sehr gut. Spiel Musik. Du weißt, was ich mag. Sehr schön. Ich glaube, dieses Arrangement wird gut funktionieren. Was meinst du? Wie kann sie ihrer eigenen Mutter sowas antun?
Das erklärt ihr Vorgehen. Sie nimmt einen voll ausgebildeten menschlichen Verstand und entfernt dann so lange Teile, bis sie ihn kontrollieren kann. Das ist ziemlich beunruhigend. What the fuck? Du wusstest, dass ich nicht deine Tochter bin. Du wolltest, dass ich das sehe. Hast du mich deshalb reingelassen? Ja. Willkommen. Ich kenne dich nicht. Ich sehe nichts. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Kannst du mir helfen? Ich suche nach Sky. Ja. Brauche deine Hilfe. Ich möchte nicht so leben. Sky ist verrückt, wenn du nur die Schmerzen kennen würdest. Tut mir leid, ich verstehe nicht so richtig. Wenn ich dein Leiden beende, sagst du mir im Gegenzug, wo Sky ist, ja? Ja. Lass mich in Frieden sterben. Wie? Ich habe die Koordinaten erhalten und eine Nachricht, in der nur vielen Dank steht. Können wir jetzt bitte gehen? Okay. Moment mal. Hier oben war doch noch ein Zimmer. Ah, jetzt kann ich da rein. Perfekt. Mal gucken, was hier noch drin ist. Die Aufzeichnungen des Bewohners sind fehlerhaft. Wessen Zimmer war das? Foto von Sky und... Ja. Ein Foto von Sky und einer unbekannten Person. Seine Körperhaltung deutet auf eine enge Bekanntschaft hin. So. Raus hier. Detzek, seid ihr da? Ist das Naut? Ich bin oben. Komm hoch, wenn du soweit bist. Du warst schon mal dort unten, oder? Ja. Ihre Mutter hat mich angefleht, sie... Ich konnte es einfach nicht. Jetzt weißt du, was auf dem Spiel steht. Daybreak startet bald. Und dann ereilt tausende andere Menschen dasselbe Schicksal. Und sie werden nicht alle sterben. Sky kann sie für immer foltern. Die Mutter hat mir gesagt, wo wir Sky Larsen finden können. Hat sie? Oh, das ist ja super. Also, sind wir im Geschäft? Ja, wir machen es. Du hältst uns den Rücken frei. Sehr gut. Okay, ich werde mich durchschlagen. Ist schön abgeschlossen. Perfekt. Also, die Operation, der wir im Nachhinein den Namen Operation lassen wir uns in Sky Larsens lustigen Verlies traumatisieren gegeben haben, war ein voller Erfolg. Und ich habe gerade ihr streng geheimes Versteck gefunden. Dann mal los. Und wie aufs Stichwort haben wir gerade eine Videonachricht erhalten. Von Sky Larsen. Zeig her. Ich weiß nicht, wer zur Hölle du bist. Oder was du glaubst, bei mir gesehen zu haben. Aber ich warne dich, halt dich fern. Ich habe Daybreak mein Leben gewidmet und das lasse ich mir von niemandem kaputt machen. Ich werde dich finden und ich werde dir das Leben sehr, sehr schwer machen. Ich kann es mir leisten. Du auch? Wie hat sie uns gefunden?
Sky Larson hat ein Eisberg-Smart Home gebaut, das von ihrer digitalisierten Mutter geführt wurde. Und das wundert dich? Vielleicht hat ihre Mutter es verdient. Meine hätte es. Sie hat Angst. Es gibt keinen anderen Grund, warum sie uns drohen sollte. Sie sollte auch Angst haben. Schick mir die Koordinaten. Nee, keine Brille. So. Ich habe eine potenzielle Rekrutin für dich. Ist auf deiner Karte markiert. Ja, ist doch schön, Beckley. Ist ja schön. Findest geil lassen bei Blumen. Wir machen das beim nächsten Mal. Ja, doch. Ich würde sagen. Kann jemand die Zielperson sehen? Jo. Habe Sichtkontakt. Zielperson ist zu Fuß unterwegs. Ende. Ich beende das. Habt ihr genug, verdammt? Ich will die Folge beenden. Yo, komplettes Chaos. Okay, bringt das Arschloch zur Strecke. Komplettes Chaos. Was habe ich gemacht? Scheiße. Schicken Sie Einsatzfahrzeuge an meine Position. Komplettes Chaos. Okay, Freunde, jetzt aber, wenn es euch gefallen hat, der neue Part von Watch Dogs Legion, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Genauso wie ein Abo. Und dann würde ich sagen, freuen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Aktiviert die Glocke, haut rein. Soccer Boy, Game Over. Ciao.